Tache, Liebe! Schön, dass wir wieder mitkommen ins nächste Heimatmuseum hier im Saarland. Ihr alte Vorwitztude sind bestimmt schon neugierig, wo wir diesmal hingehen. Denn heute sind wir im Historischen Museum in Wallerfange. Dort können wir alles über die Region hier erfahren. Und das geht kretur bis in die Jungsteinzeit. Und ach, die alte Rema, die haben hier schon Bergbau betrieben. Und das und noch viel mehr, das gucken wir uns heute eine Weile an. Kommt aber mit! Ey, guten Tag, ach. Oh, leck. Hier gibt's ja Haufe Tessia, Dipscher und ganz viel Keramik. Was hat's denn da damit auf sich? Du bist hier mitten in Wallerfangen und in Wallerfangen war 140 Jahre lang eine Fabrik von Wilroh und Boch. Hier ist neben Mettlach auch in Wallerfangen Wilroh und Boch gegründet worden. Jetzt guck dich mal um. Wir haben wunderschöne alte Sachen, aber auch neue Sachen. Lass da mal ein paar zeigen. Ja, das mache ich. Oh. Das dort Teste scheint aber kaputt zu sein, da ist gar kein Henkel mehr dran. Tja, das sieht auf den ersten Blick so aus. Das ist ein Tässchen knapp 200 Jahre alt. Und zu dieser Zeit hatten die Tassen meistens keinen Henkel. Und wenn man heißen Tee oder Kaffee draus trinken wollte, dann hat man das Tässchen am Rand sehr vorsichtig angefasst, hat den Tee oder Kaffee in die Untertasse gegossen und hat aus der das Getränk geschlürft. Ah, und das da ist jetzt das sogenannte Wallerfanger Blau. Ja, genau, das hast du richtig erkannt. Und du hast ja drüben in dem anderen Raum schon gemerkt, dass wir hier eine ganz spezielle Art von Bergbau haben. Also nicht so wie hier üblich, wie du das kennst, den Steinkohlebergbau, sondern den Azuritbergbau. Und das war zu der Zeit so begehrt, dass das in ganz Europa benutzt worden ist, für schöne Bilder zu malen. Und zum Beispiel ein ganz bekannter Maler war der Albrecht Dürer und hat damit die ganz bekannten Bilder von ihm gemalt. Und so etwas Begehrtes kommt aus dem Saarland. Ey, da komm mal mit, dann zeige ich dir jetzt mal die ganz alten Sachen von Wallerfang. Und zwar haben wir hier unsere Vorfahren schon angefangen in der Steinzeit. Die haben schon mit Feuerstein und anderen Steinen tolle Werkzeuge gebaut. Aber auch hier aus der Bronzezeit haben wir hier sehr viele schöne Funde. Da gibt es richtige Schätze, wo hier gefunden wurden, Bronzehorte. Und da gibt es auch so tolle Sachen wie hier zum Beispiel das Klangblech. Das haben wir mal nachgebaut. Das kann man auch mal wirklich hier in die Hand holen, wenn man im Museum ist. Da gibt es nur zwei Stück davon hier in der Gegend. Das ist ganz toll. Aber auch hier die Römer, die waren ja schon hier. Und da kann ich da gleich mal was ganz Spezielles dazu zeigen. Also guck mal, jetzt haben wir hier seit Neuestem was ganz Tolles. Du kannst nämlich hier mit der Brille richtig in einem römischen Bergwerk umgucken, wie das wirklich vor Ort war. Wie die alten Kumpels da geschafft haben, kannst du jetzt mal hautnah miterleben. Oh leck, das da ist ja der helle Wahnsinn. So, dann zeige ich dir jetzt mal noch einmal ein echtes römisches Bergwerk, den Emilianusstein. Ey, Mann, frei. Sicher, ich habe mir Bergbaumontur schon an und jetzt gehen wir mal Wallerfanger Blau abbauen. Ja, genau, das sind diese Keilhauerspuren. Ne? Ja, und hier ist auch schon Ende. Ne? Aber allein für die Strecke mal wird so grundsätzlich aus, 1 cm pro Tag, haben wir schon einige Tropfen Schweiß verloren. Ne? Ihr Liebe, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich, die Geschichte von Wallerfange zu erkunden. Und während ihr alle schon mal vorgehen ins nächste Museum, gehe ich noch ein bisschen Taschengeld aufbessern und blaues Gold suchen. Ey, guck mal her, ich glaube, ich habe noch was gefunden. Komm mal gucken. Oleg.